Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Unity. Und in der heutigen Folge habe ich mir überlegt, also als allererstes Mal, ich habe in meinem E-System geguckt und ja, ich würde sagen, wir haben schon ein paar Erze. Also wir sind nicht mehr so arm, wie wir mal waren. Das Problem ist, wir sind einfach nicht reich genug. Und manche Erze fehlen halt wirklich. Und ich habe auch keine Lust, eine Quarry zu betreiben. Und deshalb habe ich mir überlegt, man könnte ja einfach das machen, was die meisten hier machen, und zwar einen Void Resource Miner. So, jetzt will ich den eigentlich nicht in meinem Auto haben, auch wenn ich hier ziemlich weit runter gehe und mehrere Stockwerke und so, aber irgendwie ist es, nee, das hat keinen Style. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir bauen den hier so hin. Hier ist noch Platz. Auch so ein rundes Gebäude, nur nicht so groß. Und dann machen wir hier über den Weg, den wir auch mal zu Nilo fertig bauen müssen, machen wir dann quasi so eine Brücke drüber. So eine, oder so ein weiß-blauer Tunnel. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das könnte ganz cool werden. Die Sache ist nur, ich habe halt keine Ahnung, wie groß die Dinger sind. Gehen wir mal ganz kurz zu Xadius. Der hat ja den größten Ohrminer. Und es laggt. Okay. Und messen wir mal. Oh, was ist denn hier los? Laden wir mal die Chunks neu. Okay, besser. Okay. Oh, hat er nicht genug Energie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und da auch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 also. Dann markieren wir uns das mal. Oh. Das Lag-Zentrum, aka Rechenzentrum. Nehmen wir ruhig mal das hier. Den ganzen Crap können wir mal wegwerfen. Huch. So, nehmen wir einfach mal ein bisschen Cobblestone. Essen eine Scheibe Brot. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir hier parallel zu dem Ding sind. Also zu dem Ding, zu unserem Haus halt. Das Ding ist unser Haus. So. Das heißt, wenn wir sagen, hier so 1, 2, 3, dann kommen wir hier locker noch mit dem Weg vorbei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So haben wir den Ohrminer und links und rechts noch die Wand. Jetzt noch die Frage, soll man da rumlaufen können? Ich würde sagen nein, weil sonst wird es zu groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich habe mich auch nicht verbaut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und nochmal 12, 13. So. Das wäre jetzt so die Grundfläche von unserem Miner. Ganz schön groß. Das ist wirklich ganz schön groß. Wie war denn das? Gibt es jetzt eigentlich so einen Builders Guide? Builder. Ja, den Builder an sich gibt es halt, aber ich weiß nicht, ob ich den noch mal so gut hinkriege. Ja, aber in Extra Utilities 2 habe ich ja schon geguckt, ne? Nee, den gibt es nicht. Wir brauchen den ganz normalen Builder.
Welch noch immer? Was ist da drin? Da ist die Shape Card Clearing Query. Okay. Ja. Solid Zylinder. Ich hätte ganz gerne von. Machen wir uns mal kurz hier die Ecken fertig. Von der Ecke bis zu der Ecke, und zwar 1 bis in die Tiefe hier, hätte ich das ganz gerne, das Gebäude. Ist das immer noch auf, ne, jetzt ist es auf Solid Box. Gut, dass wir geguckt haben. Solid Zylinder. 600 Blöcke werden geschreddert, das passt. Dann brauchen wir noch Energy, das könnte reichen, es reicht sogar. Es ist, die Reichweite ist ein bisschen OP, muss man sagen, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir mal eine Goldchest da oben drauf. Zack. Und dann machen wir noch einen Lever dran. Dann haben wir hoffentlich eine Grundfläche für unser Gerät. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Sehr schön. Danke, danke. Ja. So, einmal das, dann das hier vorne noch weg. So. Hier haben wir ja Quarz genommen, ne? Wir sollten es gleich hier dann auch nehmen, damit es passt. Block of Quarz, genau. Und dann ziehen wir schon mal die Kontur. So. Oh, was ist denn mit dem Ding hier? Ziehen wir erstmal in die andere Richtung. Also es sieht momentan noch nicht irgendwie hundertprozentig symmetrisch aus. Auch was mit dem Ding hier ist, ist schwierig. Ich denke mal, das gehört noch. Ja genau, das muss noch bebaut werden. Genau wie das und das. Und dann geht das hier so lang. Wenn ich das richtig interpretiere. Dann geht das hier so lang. Block of Quartz. Ein Chisel haben wir auch da. Sehr gut. Was waren das nochmal für ein Block hier? Jelly Bean. Okay. Jelly Bean geht klar. Da. So. Dann hier. Dann da. Da, da. Okay. Also es scheint so, als würde das da weggehören. Aber irgendwie ist das jetzt nicht ganz symmetrisch, oder? Nee, es ist nur hier drüben nicht symmetrisch. Weil dieser Block hier falsch ist. Und dieser Block muss genau dahin. So. Jetzt ist es symmetrisch. Okay, sehr gut. Wir haben schon mal eine Grundform. Und in diese Grundform packen wir jetzt erstmal Cobblestone. So.
Weil das wird außen dann aufgefüllt mit Erde. Damit man halt nichts sieht. So. Und hier kommt dann auch eine Schicht rein. Wir haben einfach mehr Ressourcen als Cobblestone. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen alles. Alles, was gibt. So. Okay. 1, 2 hoch. So ist doch ganz gut. Und das hier wird jetzt mit dem Miner ausgebaut, was mir sehr groß vorkommt. Sind jetzt wirklich 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Oh. Okay, es ist doch 2 Blöcke größer geworden als geplant. Ich hätte nicht 2 abziehen müssen. Gut, ist nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens einen Weg innen außen rum. Den können wir auch mal ausbauen. Da können wir dann auf der Innenseite einmal um das Ding rumlaufen. Ist auch ganz cool. Ist vielleicht sogar cooler. Braucht zwar jetzt mehr Platz, aber jetzt ist eh schon zu spät. So, noch ein bisschen Quarz. Quarz. So, machen wir so 2 Stacks. Na, Dankeschön. Dann den Chisel. Warum habe ich die eigentlich da jetzt... ich frage nicht. Manchmal mache ich einfach komische Sachen. So, zurück dahin. So. Wir müssen halt hoffen, dass das Stadtnetz das stromtechnisch dann auch aushält. Denn wir haben schon viel Energie im Stadtnetz, aber auch nicht unendlich. Das muss man wissen. Man kann ja dann hier so den Eingang reinmachen. So, dann haben wir genau die beiden Blöcke hier praktischerweise auch noch. So, und hier muss dann der Void Resource Miner hin. Das heißt, hier muss ein großes Loch rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das hier richtig? Ich habe das Gefühl, das ist hier nicht richtig. Ne, hier ist richtig. Habe ich mich verzählt? Oder bin ich dumm? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich bin dumm. Ich muss nur bis 5 zählen. Okay. Dann gehen wir hier einmal bis zum Bedrock. In der Hoffnung, dass wir nicht auf Lava stoßen. Das wäre ein bisschen schade. Na. Da ist der Bedrock, den kriegen wir nicht abgebaut. Sehr gut, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Okay, das passt. So. Wird mein Grundstück ein bisschen übergroß? Nee, ne? Genau, und hier geht dann der Weg durch, der zu Nilo geht. Wir können den mal ganz kurz so ein bisschen ausbauen. Oh. Also mit ausbauen habe ich nicht gemeint, alles zerstören. Sondern wirklich vernünftig, in einer vernünftigen Art und Weise ausbauen. So. So, so. Na. So. Okay. Da haben wir Gravel. Den wunderschönen Gravel. Haben wir noch mehr wunderschönen Gravel? Ja, haben wir.
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn wir das einfach so machen. Oder am ungefährlichsten vielleicht auch. So. Dann wäre hier der Weg, der zu Nilo geht. Und hier wäre das dann. Es wäre natürlich noch schöner, wenn das in der Mitte wäre. Aber ich will das jetzt nicht noch weiter in die Richtung bauen. Das ist irgendwie. Das wäre zu krass. Und das hier wird noch ein bisschen höher. Und dann kommt hier so eine. Boah, am besten so eine gebogene Brücke vielleicht. So nach oben gebogen oder so. Oder gerade. Ah, weiß ich noch nicht. Irgendeine Brücke. Da rein. Das wird schon mal ganz cool. Packen wir den ganzen. Kram mal in seinem E-System, jawohl. Ja, und jetzt ist das Problem, dass ich von wie heißt die Mod? Environmental Tech, genau. At Environmental Tech absolut keine Ahnung habe. Ich habe in DOS nichts damit gemacht, ich habe noch nie was damit gemacht. Das Einzige, was ich schon mal gehört habe, ist, dass wir erst so einen Resource Miner bauen müssen und erst dann einen Ore Miner bauen können, weil der irgendwas braucht, was wir nur durch den Resource Miner kriegen. Stimmt das? Nee. Ich kann auch gleich einen Ore Miner machen. Tier 4. Doch, hier Mika. Genau. Mika brauchen wir. Dafür brauchen wir den Resource Miner. Tier 1. Wow. Wie viel von den Sachen wir einfach haben, ist ja unglaublich. Oh nee. Mossstone. Wie kann man Mossstone herstellen? Hey, Mossstone kann ich mit einem Void Resource Miner kriegen. Yay. Yeah. Kann ich Weins irgendwie hier? Oh, nee. Okay. Das ist ein bisschen nervig. Aber das gibt's ja nicht. Ah, genau, da gibt's dieses Buch. Wir müssen uns mal Alabaster machen. Haben wir keinen Stone mehr? Wow. Krass. Ein Glück haben wir hier eine Maschine, die das in 0, nee. Warum wird das nicht abgesaugt? Oh oh. Oh oh, ich habe da so eine Vermutung. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Könnte es unter Umständen sein, dass wir hier ein klitzekleines Speicher... Nee, hä? Gut, bei ein paar Disketten sind die Types voll. Wir können auch noch schnell ein paar machen. Disk. Nee. Storage. Cell. Okay, wir können vielleicht gerade noch eine machen. Aus Gründen, die ich gerade nicht ganz verstehe, aber okay. Ich hab doch von denen eine Menge, von den 1K. Machen wir uns noch eine. Und dann machen wir uns noch ein paar 1K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlen. 1, 2, 3, 4. Okay, dann haben wir nur 4. Weil hier sind ja 1K drin. Ich will jetzt so ein bisschen sortiert halten. Und hier sind 4K drin. Aber das scheint nicht unbedingt das Problem zu sein, denn es war ja noch was frei. Hä?
Was ist da los? Vor allem so die letzten paar Dinger. Ah, jetzt sind sie weg. Hä? Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht länger. Okay, das muss reichen. So. Alabaster. Na. Okay. Alabaster. Muffling-Upgrades brauchen wir noch. Ist ja furchtbar mit den Maschinen. So. Add Enviro. Hä, was mache ich denn? Add Enviro. Hallo, Tastatur. Kannst du mal schreiben, was ich will? Enviro. Ach. Er synchronisiert das immer mit. Ich denke mir schon, bin ich bescheuert. Add Enviro. Nein, wir haben kein Buch. Ist das dein Ernstspiel? Oh, wir konnten ein Buch machen. Das ist ein Wunder. Okay. Wir hätten gerne einen Void Resource Miner. Dafür brauchen wir Dinge. Modifier. Gibt's. Okay, das weiß ich. Bedrock, okay, das weiß ich auch. 200 Ticks. Energy Buffer 1 Million F. Energy Cost 4000 F per Duration. Okay, wir hätten ganz gerne eigentlich. Gut, erstmal reicht uns der Tier 1. 24 Structure Blocks, Tier 1 oder besser. 20 Machine Bases. 2 Laser Cores und eine Clear. Laser Lens or any colored. Achso, okay. Das sind die Dinger hier, ne? Clear Lens. Okay, dafür brauchen wir das Glas und dafür brauchen wir das Zeug hier und das müssen wir vielleicht erstmal herstellen. Okay. So ein Stack vielleicht. Vielleicht reicht ein Stack. Dann braten wir es hier mal durch. Dann kriegen wir super tolles Glas. So. Eine Linse. Und eine Clear Lens. Haben wir. Dann irgendwas Structure Block Modifier Core. Nee. Hier Alabaster Structure Block Tier 1. Ja gut, das ist ja human. 15 Stunden. Stück, weil wir zu wenig Alabaster haben. Okay. Ich wusste jetzt noch nicht. Haben wir keine Bones? Wir haben keine Bones. Sind die schon im öffentlichen ME? Sag bitte ja. Ich muss mal an die Außenwand hier irgendwo noch ein. Boah, noch ein Terminal hinmachen. Sag mir einfach, hier sind Bones. Und alles ist gut. Bone. Nein. Okay. Gut. Was brauchen wir denn noch? Ein Void Resource Miner. Structure Block und Machine Bases. Machine Base. Hier, Alabaster Machine Base. Dafür braucht man auch Alabaster dann. Hätten wir doch lieber das hier gemacht. Dafür braucht man nur Kohle für Basalt. Boah, das kann jetzt nicht sein, oder? Dass es hier keine Bones gibt. Willst du mir ernsthaft erzählen, wir haben hier keine Bones? Das glaube ich dir einfach nicht. Das ist einfach nicht realistisch. In der Wüste regnet es zumindest. Oh nee, hier sind noch so viele von Xadios Hühnchen. Ja, wir haben halt auch nicht ein Skelettpferd. Gut, du hast doch sicher Knochen, oder? Na.
einen Knochen. Ist das denn ernst? Ist das denn ernst? Alabaster. Wow, wir können 8 Alabaster machen. Ich bin so glücklich. Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein kleines bisschen Bones farmen, bevor hier was geht. Es kann echt nicht sein, ey. Wir uns einfach Bones wählen. Aber wir haben zumindest schon mal ein paar Geräte. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir hier den Void Resource Miner hin und nehmen den in Betrieb. Und dann hoffe ich mal, kriegen wir da coole Ressourcen raus. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.